sächsischen Ministerpräsidenten Hautner, Michael Kretschmer, zur Gesprächsrunde in Triebel. Letztmalig vor der Landtagswahl brachten Vogtländer ihre Sorgen und Nöte zur Sprache. Wir müssen bei den Kommunalstraßen etwas machen. Wir haben das Thema Pflege, wir haben das Thema medizinische Versorgung und Apotheken im ländlichen Raum. Mehr zum Besuch des Ministerpräsidenten sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Voll besetzt war der Kultursaal von Triebel zum Gesprächsabend mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Souverän präsentierte sich der Landesvater als auch Landrat Thomas Hennig. Rund 2 Stunden dauerte das Gesprächsformat, das Kretschmer regelmäßig in verschiedenen Regionen im Freistaat durchführt. Die anwesenden Vogtländer sprachen gravierende Probleme an. Ich nehme viele konkrete Punkte mit nach Dresden. Wir haben gemerkt, wie das Thema Kommunalfinanzen die Menschen umtreibt. Wir müssen bei den Kommunalstraßen etwas machen. Wir haben das Thema Pflege, wir haben das Thema medizinische Versorgung und Apotheken im ländlichen Raum. Und das wird auch in der nächsten Legislaturperiode einen ganz großen Raum bei der Regierungsarbeit einnehmen. Eine Vogtländerin brachte ihre Bedenken zur Zukunft der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum zum Ausdruck. Mir war es heute ganz, ganz wichtig, das Thema des Erhalts der Gesundheitsversorgung in der ländlichen Region in den Fokus zu rücken, ein Ohr zu finden und letztendlich den vielleicht einen Impuls zu geben, dass dem Referentenentwurf zum sogenannten Apothekenstärkungsgesetz, was aber eigentlich ein Apothekenvernichtungsgesetz ist und wo gerade der Referentenentwurf in Berlin eingebracht wurde, dass man den zurückzieht. Also ich habe mein Anliegen platziert und hoffe natürlich, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Was mich sehr freut, ist, dass der Landrat gesagt hat, dass er die PTA-Ausbildung im Vogtland zu seiner Aufgabe gemacht hat und es Hoffnung gibt, dass es im übernächsten Jahr wieder eine Ausbildung im Vogtland gibt. Also das hätte ich heute nicht erwartet und da freue ich mich ganz besonders. Erfreut über den Besuch und mit dem Sachsenpräsident auf einer Linie zeigte sich Triebels Bürgermeister. Sorgen haben wir angesprochen, das Kommunale, das ist halt der Straßenbau. Also kommunale Straßen haben wir im Griff, aber die Kreisstraßen. Die Kreisstraßen, die machen uns Sorgen. Er hat es ja selber gesagt, der Herr Landrat. Ja gut, das Geld ist da, aber nicht zu dem Zweck für den Straßenbau. Das frisst ihn halt auf, die ganzen Kilometer, die er hat. Die anderen Sorgen sind, gut, wir haben spät gestartet jetzt mit dem Photovoltaik, mit der Energieversorgung. Wir sind aber dran. Wir würden eigentlich die Windräder nicht so begrüßen, weil irgendwo müssen ja auch das Land Sachsen die Naturschutzgebiete, die 5% einhalten. Und das sind ja wir. Wir können nicht alles beides. Wir können nicht Windräder und Naturschutzgebiet sein. Es wurden viele Themen angesprochen. Der Herr Kretschmer hat sich Gedanken dazu gemacht. Und ja, wir gehen positiv in die Zukunft. Und ganz wichtig ist, positiv miteinander reden, Sachsen eine positive Stimmung zu geben und miteinander Ärmel hochkrempeln und mitmachen, statt nur zu meckern. Den abendlichen Ausklang am Grill nutzten Vereinzelte für ein Gespräch mit dem Sachsen-Oberhaupt. Auf dem Nachhauseweg verunglückte die Kolonne des Ministers. Ein Reh sprang vors Auto. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.